werden nun einen weiteren wesentlichen Interpretationsansatz der Schrift des Sandmann von E.T. Hoffmann, den Freud unternommen hat, versuchen zu verstehen, und das ist der Aspekt des Doppelgängertums. Wie Sie sich vielleicht erinnern, tauchen im Text zunächst der Sandmann und der leibliche Vater auf, und im weiteren Verlauf tauchen der Professor Spallanzani und der Optiker Coppola auf. Diese beiden Paare sind Doppelgänger. Sie sind Doppelgänger, indem sie in dem Zeitverlauf ähnliche Paarungen repräsentieren. Diese Paarungen sind in, wie es bei dem ersten Paar, dem ursprünglichen zwischen Sandmann und leiblichen Vater, deutlich nachvollziehbar ist, einer Spaltung unterworfen zwischen einem guten und einem bösen Vater. Und diese Verdopplung hat für Freud eine wesentliche Bedeutung, auf die bereits der Psychoanalytiker Otto Rank verwies. Und für Otto Rank ist der Doppelgänger die ursprüngliche Versicherung gegen den Untergang des Ichs. Also indem ich einen Doppelgänger produziere, ist immer etwas noch da, wenn ich untergehe. Es ist so etwas wie ein Verweis auf die Unsterblichkeit, dass es eine Art Rückversicherung gibt, ewig zu leben, und dass wir die Installation des Doppelgängers als Vertreter der unsterblichen Seele. In diesem Sinn ist der Doppelgänger ein Produkt des primären Narzissmus, und zwar der Eigenliebe, die darauf hofft, ewig da zu sein, ewig zu leben und unsterblich zu sein. Wir können allerdings auch eine andere Interpretation des Doppelgängers anbringen, und zwar wäre das Über-Ich als Doppelgänger zum Ich, das Über-Ich als die beobachtende Instanz, die das Ich zum Objekt macht. Also hier auch eine Art Verdopplung. Wichtig ist, dass die Doppelgängergestalt zunächst nichts Unheimliches ist. Es ist ein früher Versuch, ein innerseelischer Versuch, über die Verdopplung eine unsterbliche Seele auszubilden, unsterblich zu werden, dem Tod auszuweichen. Unheimlich wird der Doppelgänger erst, wenn er auftaucht, wenn seine Erscheinung im Bewusstsein auftaucht, da der Doppelgänger als eine frühere Bildung zu verstehen ist, die vom Menschen nach dieser Bildung verdrängt wurde. Es ist das Auftauchen einer ursprünglichen Mechanik, die den Doppelgänger hergestellt hat, um letztendlich den primären Narzissmus zu bedienen.